Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 3 von Shapes.io. Ja, wir müssen hier noch ein paar Rote haben. Die laufen da so langsam rein. Okay, die kriegen wir gerade noch voll. Und dann müssen wir gleich nach dem Intro gucken, was wir hier oben beim Stern noch brauchen. Bis gleich. So, wir haben hier diese Hälfte, wir brauchen Lilane, wir brauchen noch ein paar Viertel, die Viertel laufen, aber glaub, Lilane könnten wir halt gucken. Und diese weiß ich gar nicht, ob wir die schon, ne, die sammeln wir ja auch schon, da fehlen noch 300. Ich denke, wir haben soweit alles und müssen nur vielleicht hier diese türkisfarbene noch kriegen. Aber wir haben da noch keinen Farbmischer für, sehe ich doch, oder? Ne, haben wir nicht. Die werden nur farbig hier gemacht, aber kein Farbmischer. Okay, dann müssen wir da zusehen. Jetzt warten wir gerade noch ab, die 5 Stück, die da durchlaufen, damit wir sehen, was wir danach noch brauchen, hier im Zentrum. Hätten wir ein paar mehr haben können, ne? Sag ich mal, ne? Ja, jetzt ist der letzte da. So, jetzt gibt es einen Dreher auch gegen die, gegen den Uhrzeigersinn. Das ist also auch wunderbar. Und wir brauchen jetzt blaue halbe, die hier aber schon reinlaufen und die haben wir auch schon gleich sofort voll. Das heißt, die können wir auch abwarten sozusagen. Wir gucken nochmal, auch die türkisfarbenen wollten wir machen, aber dafür fällt der Farbmischer, aber den haben wir jetzt und der kommt da. So, das bedeutet, wir können da jetzt definitiv Farben mischen. Wir brauchen blau und rot zusammen, um das hinzukriegen, was wir da gerade machen wollen. So, das bedeutet, hier ist wo ist ein rotes Feld? Da haben wir auch ein blaues Feld hier irgendwo in der Nähe. Ist das blau? Ich glaube, das ist blau, ne? Ja, dann nehmen wir dieses, machen das mit dem zusammen und dann kriegen wir die Farben schon hin, ne? So, das, 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 das. Und dann nehmen wir das, das und das, packen das da dran, fahren damit hoch. Gut. Dann packen wir da 4 rote an in die andere Richtung. Nehmen wir den, den, den und den. Dann brauchen wir da ein rotierendes Band. Und das brauchen wir da auch. Der kann da erstmal weg. Jetzt machen wir den dahin, rotieren den auch. Einen dahin, einen dahin, einen dahin. So, und dann brauchen wir diesen hier. Ups. Da kommen 2 rein. Die wir, denke ich mal, hier so hin machen könnten, oder? Ja. Kommen mit dem dann da rein und kommen mit dem da rein. Und dann haben wir Türkise und dann brauchen wir noch die Sternchen. Da habe ich ja gar nicht geguckt, wo die wegkommen, ne? Wo sind Sternchen? Sind nur Kreise. Ja, jetzt haben wir die Farben, aber keine Sterne. Ne? Da gibt es Sterne. Weiter Weg. Aber da oben gibt es auch Sterne. Okay, wir haben eine Aufgabe geschafft. Die Sterne kommen aber schon hier hin. Dann würde ich doch sagen, fahren wir die hier mal ab. Packen wir da welche raus und planen hier die Route nach da unten. Ich glaube, wir gehen mal besser hier runter und kommen dann hier hin, machen hier einen Tunnel und ja, das hat gut geklappt, ne? Das war falsch. Nochmal den Tunnel, der von hier. Ah, wieder falsch. Ich krieg den Tunnel nicht mehr gebaut. So, ich muss nur einmal klicken und dann hier nochmal klicken. So, und dann brauchen wir hier den Painter. Farbe kommt von oben, Klamotten laufen nach da. Wir drehen den um. Drehen den dann da nochmal um. Läuft jetzt so rum rein und Farbe kommt von da rein. So, wir brauchten nicht lila, wir brauchten eine andere Farbe. Okay, wir haben hier aber auf jeden Fall eine Aufgabe, die neu ist. Die Kreise in Türkis brauchen wir, haben wir also auch noch nicht.
Aber das ist ja nicht schlimm, die Kreise waren hier auch direkt nebenan, glaube ja nicht ganz nebenan, aber hier unten sind Kreise ohne Ende. Das ist ein Viereck, das heißt, wir machen das mal hier weg. Holen uns hier jetzt die Kreise, nicht da oben weg, wie wir vorher hatten. Ne? Plan hat sich geändert. Und Förderbänder. So, jetzt müssen wir nur rauszoomen. Wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. Das bedeutet Shift-Taste gepackt, Förderband gepackt und auf geht die Reise. Ich packe das erstmal bis dahin und dann gehen wir halt bis dahin. Ne? Das haben wir jetzt hier schon wieder schön hingekriegt. Wir hätten mal die Shift-Taste weiter drücken sollen. Dann hätte es auch geklappt mit dem Bauen. Ne? So, hier drehen wir einmal den so. Machen den dahin und kommen dann mit dem dahin. Mit dem gehen wir da dran und sollte alles wunderbar funktionieren, oder? Der bleibt hängen. Der ist durchgefahren. Ich glaube, einer bleibt immer hier hängen, kann das sein? So, das bedeutet, wir gehen hier nochmal rein. Da kommt jetzt der erste von 1000. Das läuft schon mal. Jetzt wollten wir den ja eigentlich noch bauen. Aber hier unten haben wir ein Upgrade. Okay, da kommt so einer. Die lassen wir laufen. Und wir machen jetzt einfach hier weiter mit denen. Und müssen wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen fortschrittlicher werden. Ich glaube, wir können da ruhig noch mal mehr abbauen. Ich glaube, wir gehen da mit noch mehr raus. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so und machen wir so. Dann gehen wir mit dem Tunnel raus. Kommen da raus und kommen hier raus. Ja. Und kommen da raus. Und gehen bis dahin. Da ist eigentlich egal, ne? Wir hätten das natürlich auch so machen können, dass wir einfach nur dahin kommen und den kürzer, aber es jetzt auch spielt keine Rolle. Die beiden laufen da rein. Die kommen hier hin. Die kommen dahin. Der nochmal da. Der kommt hier hin. Und dann geht ein Förderband geplant da hoch. Schauen wir mal weiter. Wie kommen wir da raus? Kommen wir da so gut raus? Da kommen wir so gut raus, oder? Machen wir so. Hier bauen wir wieder einen Tunnel. So geht der Tunnel. Und jetzt müssen wir doch hier ein Slalom fahren. Weil ich glaube, wir müssen jetzt da doch so bauen, dass wir hier rüberkommen. Jetzt brauchen wir hier einen Tunnel. Warte, wir machen erstmal dieses Farbmischding. Ne, das war nicht. Doch, das war das Farbmischding. Der sieht so aus. Ne, brauchen wir gar nicht Farbmischding. Wir brauchen nur einen Färber. Und der ist so richtig, ne? Und wenn ich den da hinbaue, passt das, glaube ich, auch mit dem Tunnel. Der ist angeschlossen. Der ist angeschlossen und der kann da rein. Allerdings wäre es besser gewesen, wenn wir hier so einen Teil haben wie diesen hier. Dann würden wir immer diese Bahn da kriegen, ne? So läuft es besser, denke ich. So, da haben wir doppelt so viel jetzt gemacht mit dem. Der wird ja hier jetzt fertig. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir denn hier für im Zentrum ein Teil? Ah, da ist auch das. Ja, das läuft ja gut, oder? Die kommen alle rein. 600, 500. Wir könnten die allerdings noch mal. Ja, wäre machbar, noch so eine Bahn zu bauen, oder?
würde dann bedeuten, wir gehen hier drunter her, bauen hier nochmal so ein Band, bauen das so da rein, bauen das so da rein, kommen hier wieder mit so einem Mischteil an, nee, Quatsch, mit so einem an, das passt, kommen hier wieder mit einer Tunnelgeschichte durch. Läuft das jetzt so? Ja. Wir müssen nur aufpassen, die stauen sich da gleich, ne? Wir müssen also ein bisschen schneller werden. Hier machen wir wieder so ein Teil hin. Ja, das funktioniert ja jetzt nicht so gut. Das geht so. Und jetzt müssen wir wieder Kreise haben. Also hier staut sich's ja, ne? Die werden auch nicht so schnell verarbeitet. Das bedeutet, wir können hier was vom Band runternehmen. Machen wir so. Und bauen so hin. Sollte noch funktionieren, oder? Sieht erstmal gut aus. Jetzt wird hier ein Band auf jeden Fall nicht so voll sein, oder? Ich denke mal schon, das kriegen wir schon so hin. So, was war das jetzt hier oben? Der geht schon da rein, ne? Okay, das läuft. Gucken wir hier rein. Die sind ja gleichzeitig zu zählen, das passt. Jetzt würde dieser hier in Türkis sein. Also brauchen wir da Grün und Blau. Hätten wir hier und da ist auch das passende in Farbstoff. So, hier haben wir wieder so eine tolle Geschichte gebaut, wo wir hier die Bahn hier nicht ordentlich gebaut haben. Das bedeutet eigentlich, dass wir hier... Ja, das haben wir hier zu dicht dran, ne? Okay, aber wir können das ja auch hier weiterbauen. Hier haben wir auch was falsch gemacht, ne? Ich würde das mal gerade so bauen. Den so machen. Die bauen wir natürlich so. Den bauen wir so. Genau. Und kommen dann hier so reingearbeitet. Und kommen hier mit zwei Farben an, die von hier oben kommen. Das heißt, wir machen hier den Mix der Farben. Machen wir mal so, oder? Kommen dann hier von. Und davon. Machen wir hier einen Tunnel, oder? Machen das dann so auf. Machen den. Ja, wir lassen uns erst den Tunnel bauen. Ja. So, bauen dann hier den dran. Ja, hätten wir natürlich vielleicht so machen sollen. Jetzt bauen wir hier nochmal schnell welche. Passt erstmal. Hier kommt der dran. Hier kommt der dran. Und hier kommt der dran. Und hier kommt der dran. Dann ist das schon mal passend. Da kommen die Türkisen jetzt. Jetzt müssen wir hier vom Band welche runternehmen. Und malen die dann bunt an. Geht das schon so passend, oder? Ja. Den machen wir einfach so dran und die kommen einfach so dran. Dann müssten jetzt türkisfarbene da reinkommen. Da sieht das schon mal gut aus, oder? So, damit ist diese Aufgabe auch angearbeitet. Die läuft.
Diese Angabe, wer nächsten müsste das sein, beziehungsweise der hier unten. Und hier im Kern ist es der. Da haben wir die Hälfte von da. Müssen wir gucken, ob wir das weiter ausbauen, noch die Farbe hier. Weil da geht ja auch noch was. Die staunen sich ja auch noch, ne? Okay, da würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.